Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde CSGO wieder auf Mirage. Ich habe zwar ein paar andere Maps drin und habe gesagt, ich habe nur noch eine Map drin und zwar, nee, ich habe sogar zwei, Cage und Overpass drin. Aber ich bin ganz zufrieden mit Mirage. Das ist einer der wenigen Maps, die ich noch spielen kann, finde, also die man noch spielen, eben mal so spielen kann. Ach komm, da habe ich schlecht gespielt. Das ist einer der Maps, die man noch halbwegs spielen kann, aus meiner Sicht. Und ja, ich hoffe, meine Audioqualität ist besser als zuvor, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sie auch genauso oder schlechter. Auf jeden Fall ist meine eigene Soundqualität einiges besser. Das Gefühl, was auf jeden Fall die Schüsse angeht. Ich habe mir jetzt ein neues Headset. Das alte war nicht schlecht, das war zum Teil kaputt. Wer spielt bitte schon mit einem, oder spielt gerne mit einem kaputten Headset, wo man seinen Kopf nicht bewegen darf? Besonders bei Shootern. Ich habe übrigens noch diese Mission mit Win Two Pistol Rounds. Das sollte auch machbar sein. Im schlimmsten Fall sind das, ja, man kann schon alle verlieren, aber man sollte eigentlich nicht so viele verlieren. Gut, zwei aus unserem Team gehen sofort AFK. Das macht das Spiel um einiges einfacher, weil jetzt können wir den Baywatch vergessen. Jetzt müssen wir auf A. Unsere Person denkt sich natürlich, let's wash out. War der clean oder war der clean, Alter? Oh, Alter, wo ist Gelb hin? Versteck mich mal hier so. Ja, das war eindeutig zu schlecht. Was passiert, wenn man zwei Leute hat, die einfach nicht vernünftig spielen? Der Violett, okay, das ist halt rausgepusht, aber wir hatten halt zwei Leute, die halt AFK standen. Wir konnten den Spot nicht securen und wir konnten Bombe nicht planten. Das war aus dem Prinzip, weil es war 2 gegen 5. Wir haben zwar noch ein, wir haben sogar einen bekommen, ja. Möchte ich anmerken. Und unser Violett ist wieder schön zurück. Ernsthaft, 3 Schuss? Oh mein Gott, der hat den richtig schön Heller gegeben. Alter Grün, der macht das noch, ey. Ich sag an. Ja, ich muss mich ja nicht konzentrieren. Er macht das ja für mich. Hoffe ich zumindest. Oh mein Gott, war das gut. Über dir. Man hat den nicht Palace gesehen, oder? Er hat die Bombe und plantet nicht. Er hat gerade die Solo-Runde. Oh, Alter, hat die Bombe und die Solo verloren. Oh, das ist auf jeden Fall Premium. Ah, wieder Leute am Start, die auf einem englischen internationalen Spiel Russisch reden. Schön. Ich check das nicht. Ich weiß, wenn du weißt, du hast einen Deutschen oder so im Team, dann sprang ich doch nicht an, Deutsch zu sprechen. Weil das versteht doch keiner aus meinem Team vielleicht. Vielleicht versteht ein, zwei, aber versteht doch der Großteil, kann auch gar nicht mitreden. Und ich meine, ich stehe auf Russian Call. Njaska. Du verstehst du gar nicht, wo der Call ist? Wenn ich jetzt sage, der Typ steht B. Okay, B kann man vielleicht noch raushören, aber wenn ich sage, der Typ steht hinten rechts in der Ecke und der Typ kein Deutsch spricht. Du verstehst doch nie, was ich meine. Ja, das ist wieder. Ein schöner Header. Das Problem ist, wir haben halt einfach kein Teamplay. Sieht nicht nach der besten Runde aus. Aber ich hoffe, wir können hier noch was erreichen. An sich müssen wir die Runde jetzt gewinnen, sonst sind wir richtig am Arsch. Und alle kaufen nur Deagle. Es ist ja nicht so, dass. Ich meine, ich verstehe es schon, aber ist ja nicht so, dass wenn wir halt jetzt Deagle kaufen und wenn wir jetzt drauf gehen, dass wir halt genauso. Dass wir wieder eine Echo haben müssen. Das heißt, wir müssen zwei Echo-Bounds machen hintereinander. Hätte ich mir auch eine Deagle gekauft, okay.
dann vielleicht nur eine, aber es ist halt trotzdem problematisch. Wir können vor allen Dingen auf... Was ist das für ein dämlicher Push, Mann? Wir gehen alleine auf A raus. Ja, jetzt können wir das eh vergessen mit dem Pushen. Jetzt sind wir schon in der Unterzahl. Unser Geld macht Face-to-Face in Uhren gegen ein. Unser Purple hat die Shift-Taste auf jeden Fall bekommen. Habe ich gerade meinen Purple in den Arsch gerettet. Ein bisschen nachgucken. Ja, wir sollten jetzt eigentlich auf B raus oder so. Vielleicht, ja, so gut, einer sollte noch B sein. Es wäre nicht dumm, A zu rotieren. Short sollte keiner mehr stehen, der hat den Leute das nichts gelassen. So nicht, mein Freund. Ich finde schade, dass sie es gepatcht haben. Früher konnte man hier wirklich schön drauf. Das haben die ja gepatcht. Ich finde, so Kleinigkeiten haben sie weggemacht, die diese Map ein bisschen geiler gestaltet haben. Weil man dadurch andere Taktiken nehmen konnte, die nicht so behindert waren. Also. Einen gekillt, einen angeschossen und Bombe geplantet. Das war doch eine nette Runde. Da habe ich mich nicht ein bisschen verkauft. Nein, nein, das war so geplant. Ich wollte eigentlich die Nades kaufen, nur noch hat er noch Pisse gekommen. Ups. Aber ja, ich kann auch hoffen, dass die Qualität funktioniert. Es ist leider wieder Mirage. Ja. Sagen kann, ist halt Zufall, ich habe 3 Maps drin. Mirage hat die Wildeste, kann ich auch verstehen, die meisten Maps sind halt immer sehr einseitig. Geh doch nicht mit der Bombe so raus, du Otto. Der da an der Kante hängen bleibt, ne? Krieg ich da nicht weg. Oh, komm. Wow. Good job, Kiddo. Einfach nur gejobbt. Ich habe ihn 7 Schaden gemacht. Ja, wie viel habe ich ihn Schaden gemacht? Ich habe ihn nicht ein bisschen Schaden gemacht, er mir 7. Das ist halt High Fashion Kill Style. Next one is dead. Lenke ich die mal ein bisschen ab. Herr Grün, warum bist du B gegangen? Oh, da kommt er in der Sekunde von hinten, ey. Das ist unlucky.
Das Problem ist, ich hätte nicht woanders hingehen können, weil ich nur wusste, dass er ungefähr bei B war. Ich wusste nicht, dass er CT ist, sondern ich wusste, also Jungle Call, ja. Für Jungle habe ich eigentlich perfekt gespielt, aber dass er CT rotiert, war halt im Endeffekt klar, ja, aber man kann auch nicht anders spielen. Ich hätte halt 100% verlassen mich darauf müssen, dass der CT kommt. Und das kann man halt in solchen Spielen einfach, also kann man so halt nicht, finde ich. Natürlich kann man es predicten, aber wenn die Prediction falsch ist, bist du halt am Arsch. Wenn die Prediction richtig ist, bist du halt nice. Das sind halt so die Optionen, die du hast. Ich finde es schön, dass gerade unsere Bombe wieder gedroppt wurde, weil keiner sie mitnimmt, außer mir. Fucking Moron. Ach, dieser Viol, dieser Orange, ey. Boah, das wird ein Lost Game, aus meiner Sicht. Über mich gerade umgebracht, eigentlich. Mit seinen Schüssen. Er hätte einfach sich hochboosten lassen können und easy going. Wollte er halt. Der Gelb und unser Teammate auch verkauft. Typ Wallek an. Ja, das 1 gegen 3 wird er nicht gewinnen mit der Orb. Aber nicht so. Ja, dann ist die Orb. Und wir müssen Echo Hunt machen. Premium. Das sind halt solche Top-Runden, wie ich sie gerne nenne, die so richtig schön sind einfach. Moment. Das Game ist an sich close, ne. Das ist noch nicht entschieden. Aber das Problem ist, meine Teammates machen halt keine Kommunikation. Alle Solo-Head rein. Alle Violett pusht 18 mal Web, erwartet 18 mal das neue Ergebnis. Ich meine, entweder er kriegt den Header oder er kriegt, oder gibt einen. Das Problem an der Sache ist, die nehmen niemals Dings mit. Und die spielen extrem unsafe. Boah, jetzt spielt der Violett. Violett hat gerade richtig gut gespielt. Ah, Kitchen, aber. Ne, nicht mal Kitchen. Ja. Das ist nicht mal close. Aber ich finde es manchmal komisch. Also, ja, ich wurde auf mir wurde geschossen. Ich habe den leider nicht gesehen. Der hat sich auch, glaube ich, bewegt, wenn ich das recht entsinne. Also, ich halt. Nein, ich merke, da merkt man halt ein bisschen das, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, Low-Level-Plays. Weil normalerweise bist du, wenn du weißt, vier Leute sind A, dann bleibst du auch nicht B stehen. Das machst du nicht. Außer du weißt, mein ganzes Team ist schon tot. Zu dem Zeitpunkt waren aber nur einer tot. So einer von den, also, CT war tot und, da heißt es sofort, jo Leute, Game over, ich gehe AFK. So heißt es dann ungefähr. Ach, und er gibt mir den Header, ich nicht. Dabei war ich auf Kopf drauf. Ja, noch besser. Ach ja, wieder das alttypische CSGO. Salt oder Hex? Was haben wir diesmal? Salt oder Hex? Scheiße, beim nächsten Mal ein, wenn die Frage wieder heißt. Ist das Team Salty oder sind die Hacken wie? Natürlich startet auch niemand eine Abstimmung. Aber das wäre auch zu simpel. Anstatt den Gegnern noch einen Free Win zu geben. Und ja, meine Stimme ist immer noch angeschlagen, es tut mir leid. Das kommt von. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder gleich krank werde. Das Problem war, eigentlich habe ich den Gegner, weil ich auf Kopf drauf bei dem Gegner.
Ah, come on, Junge. Was ist das denn für eine Prediction? Woher hätte der Gelb denn noch ab, Junge? Der kauft den Echo und noch ab. Digi, was ist schiefgelaufen mit dir? Das ist natürlich geil. Wenn du schon nicht hinkriegst, dann ist es richtig. Haben den Gegner schön wieder nur abgeschenkt. Auch wenn er sie nicht nimmt. Habe ich Rüstung wieder? Oh fuck, ich habe Rüstung gekauft. Das wollte ich gar nicht. Jetzt befinden wir uns in der Auszeit, das ist natürlich richtig lame. Aber ja, ich finde es halt krass, wie CSGO so teamabhängig ist. Also, natürlich kann man sagen, ich bin jetzt auch nicht der krasseste jeden Flick trifft. Nein, es ist auch nicht, ich bin auch nicht in der Elo, wo ich das hätte machen sollen, solo. Aber ich finde es halt krass, wenn man sich das anguckt, einfach nur, wie unterschiedlich die Teams spielen. Einfach nur, weil du weißt, hier ist kein Flame, hier sind die Coils. Hier ist Assault und die Flames und wir verlieren automatisch einfach nur dadurch, dass jeder sein eigenes Ding macht. Habt ihr gesehen? Mitte, Call, Mitte ist einer. Einer pickt Short, einer Mitte, einer Connector. Das ist, da merkt man einfach, dass das ein Pre-Made oder halt extrem gute Calls sind, wo sich jeder dran hält. Da heißt nicht einfach so Salt, Salt, Salt. Und dann hätten wir sowas auch im Team. Wenn die Russen nicht anfangen, direkt auf Russisch zu sprechen, wo man sich denkt, yo, Digi, ich verstehe deinen Call nicht. Und dann extrem, also ich meine, das sind ja nicht alle. Aber ich check halt diese Leute nicht, die in einer Fremdsprache reden, in einem internationalen Spiel, sich dann beschweren, dass dann der andere Typ, der deine Sprache vielleicht nicht spricht, wie sagt man, Kohl nicht, kann man so sagen. Und woher kann das bekommen? Er müsste mir jetzt echt die Waffen droppen, aber das will er ja nicht. Oh, genau das ist Teamplay. Die covern sich gegenseitig ab, das war so zu extrem lack. Alter, sind die Geist behindert. Sorry, das sagt man ja nicht, aber. Das ist halt so dumm, wie die spielen, ne? Muss man einfach sagen. Ja, er hat auf jeden Fall den Hacker. Mhm. Also auf dem Neuen, dass ich den keiner aus dem Hacker ist, aber scheiße jetzt. Keiner hat das fünfte Spiel. Keiner von euch spielt im Team. Wenn ich vorhin das mache, dann eh nichts, weil die Leute nicht wechseln sollen. Wusste nicht. Komm mal. Jetzt guck, die Ringe. Der war dumm. Ich hab halt hier strategisch vorteilhaftere Position, wenn ich in die in Jungle bin. Was macht unser Team? Denkt sich, I give a fuck. Das ist halt relativ dämlich. Mit der Violette kann es verspielen, aber es ist trotzdem dämlich, es zu riskieren. Wenn du default, wenn wir... Ich check halt nicht, warum. Ich check es nicht. Aber ich check nicht, warum er default plantet, wenn wir wissen, er kann nicht von Short kommen und er kann auch nicht von links plantet.
so der dümmste Spot, den du haben müsstest. Du müsstest entweder, Sneaky Plant machen oder halt für Short Plant. Sneaky Plant nenne ich das, wenn du an den, an die Blut, also an, am Kitchen Rand plantest, in der Ecke da, in diesem Holzkasten da so plantest. Nein. Ja, das hilft mir auch nicht, dass ihr da mit der Bombe reinplanet, wie so voll Idioten. Muss mich erstmal wieder anders hinsetzen. Es wird schwer, alleine das zu machen. Manchmal bin ich auch scheiße. Ja, natürlich! Ja, klar, Game! Er kann mich abschießen, aber ich ihn nicht. Das ist auf jeden Fall nett, was drin. Sein Geld hat sich wieder nur aufgekauft, aber das ist was für Steve. Oh, das ist. Oh, die Gegner schenken uns nett. Scheint es da auch Salty dabei. So, jetzt sind wir 3 gegen 4. Wenn wir das richtig spielen, gewinnen wir. Da wir unseren eigenen Bot haben. Er steht im Feuer, der Schwarze kriegt das nicht. Wie können wir unser Team wieder verkehren? Die Hälfte meines Teams. Den Spot rauspushen und die Hälfte unseres Teams ist nicht am Spot. Ich check es halt manchmal einfach nicht. Und es ja, der Violetta hat damit recht, ne? An sich war es ein guter Push von uns, aber du dachtest sicher, der gegnerische. Also, ich verstehe auch nicht, wie du da stehen kannst. Du stehst im Feuer, kriegst 7 Schaden, weißt du? Wenn ich im Feuer stehe, dann bin ich instant tot. Aber, ne? Da steht einer safe. Ja, wenn, ich verstehe den Game gerade nicht, er macht so einen Anfängerfehler. Entweder pusht oder du pusht nicht. Weil, was hat's dir jetzt gebracht zu saven? Du hast weder Geld bekommen, du hast weder Geld verloren, aber wir haben die Runde verloren. Und, ja, unser Violet ist wechselnd auf Salty, aber er sagt nicht, er sagt das richtig. Unser ganzes Team kämpft, hilft einfach. Wir spielen nicht.
wir spielen halt nicht mehr. Wir spielen halt nicht als Team. Wir spielen halt als Camper. Oh Mensch! Du hast den Wink und dann lässt dich wieder krepieren. Ich check diese Leute nicht! Nein. Jetzt komme ich natürlich wieder zurück. Wir hätten so die Freewins machen können, aber das wollten wir ja nicht. Unser Team wollte ja nicht im Team spielen. Das ist das Problem. Weil ich mich selber nicht gerade gut, das weiß ich selbst. Aber ich rush nicht. Also das Problem ist, ich gehe halt nicht auf, ich spiele halt nicht auf Kills. Der Gelbe hat ein paar gute Sniper-Schüsse getroffen. Aber das gewinnt dir das Game nicht. Es geht nicht um das Wie-Gewinnen, es geht ums Gewinnen. Und wenn du halt, ich kann auch jede Runde überleben und übelst viele Kills machen, mit denen ich am Spawn stehen bleibe. Aber das gewinnt mir die Runde nicht. Und das Problem ist, unser Team ist halt zu dieses, oh, ich habe jetzt Angst, als erstes drauf zu gehen. Und ich finde schön, dass der Orange, nachdem wir zwei Orbs im Team haben, sich dachte, wir brauchen halt noch eine. Aber es ist halt dieses, yo, Dude. Und wir brauchen nicht noch eine. Wir brauchen zwei unten, zwei oben. Oh, shit, ich kann mir keine Piste leisten. Oh shit, ich muss meine Sonne draufsetzen. Meine Augen sind viel zu angestrengt. Ich nehme die Runde auch ein bisschen spontan auf. Ich nehme auch alles auf. Ich bin das extrem beschissen. Минус 33, окно. So nicht, mein Freund. Mit, возможно, ВП подобрал. Sind Steps noch? Nein. Sie tun, als ob wir, bei der Violettes Premium. Du hast gerade das Game verloren, ne? By the way. Weil der Gegner sich umgedreht hat durch die. Nicht mehr hin. Jetzt müssen wir performen. Aber ich finde es hier auch irgendwie einfacher auf C. Also C ist natürlich immer einfacher. Aber halt schauen, weil hier ist eigentlich das Ding ist, ich mag halt Mirage, weil da eigentlich nur Kommunikation und eigener Skill wichtig ist. Es kommt nicht darauf an, wie ob du jetzt den Aim hast und jeden Schuss headert, egal wie viele da sind. Es kommt halt darauf an, dass du halt richtig stehst. Dass du mit deinem Team gut kommunizierst. Besonders als T-Seite. Als T-Seite ist Kommunikation. Ja, jetzt 12 Menschen, jetzt pushen da eine 2, weißt du, so ungefähr.
Wenn du das nicht machst, ist Game Over. Wie können die in der Bewegung jedes Mal einen Header treffen? Ich meine, ich bin kacke in diesem Spiel, aber come on! Der grüne Grund hat gerade extrem auf. Aber ernsthaft? Was ist denn das? Ich geh nur einen Step vor, ich geh nur einen Step zurück. Die tanzen halt schön den Sampen oder den Walzer schön vorne, rechts vorne, rechts vorne, rechts hinten. Also du gehst den ganzen klassischen Walzer im Viereck. Ja, das ist so viel weiß ich auch. Aber es ist halt so, die gefühlt bewegen die sich einfach in diesem Bereich und killen damit alles. Weil ich immer so Schuss gekauft habe, muss ich echt mal wieder extra von da schießen. Wenn nicht. Es geht über andere. Ich kenne diesen Spitzzug. Wir sind secure. Ich weiß, ich komme mir gerade so vor, als ob ich Battlefield zocken oder Ernst. Nice push. Warum muss man nicht mal Kills machen? Wie gesagt, Positioning ist halt alles. Es kommt nicht auf Kills, es kommt halt darauf an, dass du halt einen Spot zu machst. Wenn du weißt, wo die Gegner stehen, musst du das schamlos ausnutzen. Und das ist alles, was zählt. Du brauchst im Endeffekt auch ankommen. Und als Killspawn musst du halt wirklich... Kommunikation musst du jetzt... danach... lassen. Ich mach das nicht kaputt, weil... wenn du das kaputt machst, weißt du, die Leute sofort, zwei Leute sind weh. Kurz kratzen. Komm, ist A, also ab. Wie oft ist das klassische Fehler, warum auf Kills blicken? Du musst da nicht reingehen. Du musst das nicht fighten. Das ist ehrlich, das ist sehr lustig, das zu machen. Komm doch einfach her, der hat doch keine Chance gegen uns. So, ich kann sie in Ecke. Wenn ich seitwärts nicht schätze, kann es sein, dass sie mich sieht. Ja, solche Headshots finde ich immer legit. Weil sie immer noch gesetzt kriegen. Ne? Der kann nicht mehr planen. Boah. Headshot auf mich was ziemlich legit. Ah, es ist halt ein bisschen. Some point. It's a little bit nasty, wenn man so schön sagt. Ach ja, jetzt groß hat man nicht das Ver. Also, wenn so ein, irgendeine so Firma. So etwas ähnliches wie würde bloß besser. Oder? Zum Beispiel, es gibt ja viele Praxis, wenn du sich zum Beispiel an einem das einfach immer nett. Logisch. Visual. Das ist trotzdem. Scheiße.
So, kurz wieder flashen. Die nächste Sache, die ich an CSGO manchmal nicht mag, sind manche extrem unnötigen, unsichtbaren Länder. Ich meine zum Beispiel, wenn du das hier guckst, hier oben ist keine unsichtbare Wand. Hier auch nicht. Aber da oben ist eine. Und ich check nicht. Da direkt oben. Ich hab nicht gesehen, dass die Mauer verlassen ist. Das ist jetzt auch einfach. Wir haben dann trotzdem die dann. Ich ignoriere mal komplett. Ich weiß nicht, liegt es eigentlich an meinen Sonnenschirm, dass die so leise sind, oder sind die generell so leise? Weil normalerweise auch die anderen hätten dann nicht aufgebaut. Also, hab ich die vier Leute gehört. Ich hab eigentlich auch das Doppelte gebrochen. Das geht für mich immer noch so an. Gar nicht schlecht. Der ist gut abgefahren. Short. Ist mir egal, da kann ich nicht treffen. Ich bin mit Nate gut getroffen. Push doch ihn nicht. So, so dämlich den zu pushen. Also nicht sehr, habe ich da auch noch nicht. Oder? Ne, das waren meine Nades. Das heißt, meine Nade lag einfach in den beiden. Das ist doch was Schönes. So. Geh halt nur halt mit deiner Nade. Dann treffen die mich auch nicht. Aber natürlich denkt sich. Ja, das heißt, einer kommt oder irgendwann von hinten kommt. Одного минус 50. Бомба Б. Чека 1 из 2 вытащит. Ахсо, mein Schuss war nicht drauf. Also come on, ey. Der war legit drauf. Не удивлен, да ты ебище сейма, блин. Ich hab kein Wort von ihm. Ich stelle es mal auf 45. Ich glaube, das liegt nicht nur an dem. Aber ich muss schon sagen, das war legit extrem. Das ist halt solche, solche, das sind solche Kills, wo du einfach denkst, so, ey, die geht halt auch safe, ey. Ich weiß, dass er dich nicht hackt, aber es ist halt dieses, dieser Moment ist halt, weil, sorry. Scheiß Ex. Ich hab einen Kill, das ist halt, wo du einfach nur denkst, ey, du, sorry, was, da hast du mir gerade. Weil es halt so aussieht, als ob der dich gerade gegeben hat. Da wird es dich. Wander. Wander, maybe. Green, you can rotate, I hope. Alles klar. Oder auch nicht. Das macht es nicht gerade einfacher, wie jung.
Ey, was sind das für Schüsse? Oh, come on, was sind das für Ich finde es so krass, wie man endet. Die Gegner sind mir so nervt von, ne? Es liegt halt daran, dass es halt zum Beispiel auch grün ist. Weißt du, ich sag, du kannst mit dir, du denkst dir einfach nur so. Warum auch? Warum sollte man noch rotieren gehen, wenn das Team, also wenn das Spiel dran hängt, auch man rotiert? Минус один хп. Vorhin ist Bombe, sehe ich noch nicht. Bombe kommt auf jeden Fall auf den Spot. Aber ich finde schön, dass da zwei von unseren Leuten sind und die nicht einmal gesecured haben. So, jetzt spiele ich meine Bombe. Damit meine ich Shotgun. Weil die Shotgun einfach nice ist. Auch nicht, wenn der Typ sofort auf dich aimt. Ich find's das. Die pushen halt jedes Mal dasselbe und das einfach nur, weil unser Team darauf nicht klarkommt. Wir müssen den Echo-Out machen, aber es ist nicht mal gut, wie die spielen. Unser Team denkt sich einfach nur, Spot steffen? Nein. Ich meine, die haben gerade 4 Runden hintereinander gewonnen, weil sie auf dem Spot waren. Nicht, weil sie gut geaimt haben oder sonst, sondern weil sie auf dem Spot waren. Wir haben nichts anderes gemacht, außer auf dem Spot zu stehen. Weil unser Violett einer sich denkt, pushen wir mal durch. Der nächste denkt sich. Ey, das finde ich nett. Ja. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Du weißt jedes Mal, wo ich spiele. Mein ganzes Team. Das war schlecht von mir, ich hatte auch keine Waffe zu spielen, aber ich finde schon krass, wie viel es mal aus welcher Richtung gekommen. Also literally, der Blaue hat perfekt auf mich geaimt, ohne zu wissen, dass ich da bin. Das ist ziemlich dämlich dazustehen. Aber du wegrennst, gibt niemals diesen Weg. Wenn der Gegner einen Sniper oder einen besseren Schützen als du, besser schießen kann als du, dann bist du tot. Auf. Mach mal schön in den Willen des Gegners rein. Das sind die besten. 2 Orbs, eine SSG, das war auf jeden Fall Premium, diese Käufe. Ich meine, das Problem ist halt wieder nicht. Das ist okay, dabei, походu. Ja, das ist gut, ey. Und 4 Leute A. Die spielen halt so. Einer hat hier gesteppt. Ich glaube, das spielt keiner auch mehr. Throwing a grenade. Throwing fire. Auf uns. Минус 91.
Через окно может. Für mich war es jetzt gerade egal, ob ich sterbe eigentlich nicht. Ich hätte eigentlich mein Team pusht mit mir raus. Ich hab's mit Stadt aufgespielt. Aber die Sache hat sich dann wohl auch erledigt. Wie ist das? Cool, die so zu spielen, ey. Wir haben halt literally einen guten Spieler, der das ganze Game spielt. Возможно. Это. Okay. Ich bin leider leicht angeschlagen durch Krankheiten. Ey, wieder. Nein. Das war noch einer. Jetzt sind es zwei. Ich check unsere Leute einfach nicht. Guys. Niemals war es ein Header. Niemals, gelb, ey. Die haben halt wirklich zwei Leute, die Lucky Sweaters machen. Die versuchen es ja nicht mal zu verstecken. Also, ich meine, ich glaube nicht, dass die hängen, aber trotzdem. Die Smurfs halt nur um den Fang, dass sie auch beschissen sind. Думает. Может быть через коннект можно походить. Коннектор вовочка корпус. Und Zeit. Er washed einfach durch, easy going. Ich feier das halt, wie die pushen. Unser Team ist ein Boss. Unser Team rotiert halt nie. War schon einfach so komisch rein. Aber da spiele ich auch wieder so schlecht, ey. Das ist das Problem. Schlecht, und das gegnerische Team denkt sich einfach, nö, da pushen wir jetzt rein. Da pushen wir jetzt rein. Und dann auch noch von allen Seiten. Und jedes Mal, wenn ich den Gegner sehe, ist er in der nächsten Sekunde weg, weil er genau in dem Moment, wo ich ihn sehe, schon wieder um die Ecke. Das ist so unlucky. Aber das würde halt mir selbst den Schutz geben, dass ich den dann nicht. Grün hat einen Fehler gemacht, weil er einfach kaputt ist. Ich stehe nicht, wir haben. Ich call einer aus dem Spot und unser Grün denkt sich. Ey, Diggi, das ist eine verdammt gute Idee, den jetzt zu facen. Ah, oh, ist nur noch einer, den kriegen wir auch zu viert tot. Und ist da. Er ist allerhöchsten Palace oder kommt halt von hinten. Ich weiß halt nicht, wie mein Schatten fällt, das ist halt beschissen.
Ich glaube, er kann meinen Schatten sehen, aber ich sehe meinen Schatten selbst nicht, was dämlich ist. Das ist auch so ein Fehler, den man sieht. Also eindeutig sieht er mein Schatten, würde er meinen Schatten sehen. Aber das Problem dabei ist halt, dass ich ihn nicht sehe. Oh, mein Freund. So nicht. Bisschen anstrengend. Bisschen reinkommen wieder. Oh, das ist auch ein langes Match, das ist verdammt lang. Накинь флешку в апарты. Пропуш, попробуй апарты. Ich habe keinen Plan, wo die Gegner sind. Ach, die sind schon im Spot. Natürlich gibt der Gegner uns noch einen Header. Alter, ja moin, ey. Der Typ hat gerade wirklich zwei Leuten im letzten Leben noch einen Header gezogen. Ey. Und wir haben auch im letzten sogar noch einen Bot bekommen. Dass das Game natürlich um einiges für uns, um einiges einfacher macht. Rotating. Jetzt brauche ich am Ende Schatten. Könnt jederzeit regeln. Lass mir das niemand callt, ey. Hier auch wieder im kompletten Game. Nicht einer, der mal callt. Pass auf, da steht jemand. Pass auf, da steht niemand. Kitchen in this. Ah, das hätten wir gewinnen können. Haben wir aber nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Boah, war das doch stressig und mir so verdammt warm. Wieder ein schöner Ort. Direkt Episode. Kein bisschen Kommunikation. Und ich weiß, ich habe heute nicht gut performt. Die Gegner haben dafür aber relativ gut gespielt, finde ich. Vor allen Dingen der Orange und Gelbe. Aber ich habe das Gefühl, dass die smurfen. Weil ich noch nie jemanden auf dieser Elo so spielen haben sehen. Ich habe noch nie jemanden auf Master Gun in 1 oder 2 die ganze Zeit jeden Headshot ziehen sehen. Ich meine, Headshot-Quote war am Ende 55% und der Typ hat also über jeden zweiten Schuss auf Kopf getroffen, gefühlt. Kann man so sagen. Jeden zweiten Schuss war ein Header und der Typ hat manchmal wirklich unglaublich gute Klicks gemacht und Flicks vor allen Dingen, die mich halt schon ein bisschen abgefuckt haben.
Ich weiß, ich bin auch nicht der beste Mann in diesem Spiel. Ich war früher besser, ja, kann man so sagen. Ich versuche doch wieder ranzukommen, aber es ist halt momentan nicht die richtige Zeit. Ich spiele halt gerade momentan einfach nur ein bisschen Spaß zu haben. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß in der Runde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal rein. Und ich hoffe auch, ja, ich hoffe heute sehr viel, dass ihr eine Bewertung und auch einen Kommentar da lässt, damit ich weiß, ob es euch gefällt oder halt nicht. Und wie ich mich halt im Notfall verbessern kann. Und by the way, ich hoffe, diese Aufnahme ist qualitativ diesmal besser als die letzten. Ich kann halt nichts versprechen, eben aufgrund daran, dass ich jetzt ein anderes Programm nehme. Und ich weiß halt nicht, wie dieses andere Programm mit allen anderen Setups klarkommt. Aber ich hoffe mal. Und ja. Ich hoffe, das Video dort, oh, das Video wird 10 GB groß sein und ich hasse es jetzt schon. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und man sieht sich und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.